Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche. Du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Keine Zeit, heißt es oft genug. Zeit ist für viele Menschen zur Mangelware geworden. Arbeit und Familie, Hobbys und der Bekanntenkreis, alles braucht Zeit. Und dann ist schnell das Gefühl da, ich habe nicht genug Zeit. Als Gott die Zeit gemacht hat, hat er genug davon gemacht. Gegen die Hektik möchte ich auf dieses Sprichwort hören. Gott hat uns genug Zeit gegeben. Es liegt an unserem Umgang mit der Zeit, wenn wir den Eindruck haben, es wäre zu wenig. Wenn ich genauer auf meine Zeit achte, dann fällt mir auf, sie scheint gar nicht so gleichmäßig zu verlaufen, wie meine Uhr es mir einreden will. Einmal, da rasen die Stunden nur so dahin. Das ist vor allem dann, wenn ich viel zu tun habe und selbst hektisch bin. Und ein anderes Mal, da kommen die Uhrzeiger gar nicht voran. Die Zeit will gar nicht vergehen. So geht es mir, wenn ich warten muss und dabei ungeduldig werde. Und manchmal habe ich gerade so viel Zeit, dass ich jede Minute ausleben kann. Das sind Zeiten, wo ich ganz bei der Sache bin, beim Arbeiten oder beim Feiern, allein oder mit anderen zusammen. In der Bibel wird Zeit nicht gemessen in Stunden und Minuten. Zeit bekommt hier ihren Wert von dem, was in ihr geschieht. Im Alten Testament, im Buch Prediger, heißt es: Alles hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit. Sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit. Ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit, Bauen hat seine Zeit, Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit, Klagen hat seine Zeit, Tanzen hat seine Zeit, Suchen hat seine Zeit, Verlieren hat seine Zeit. Es sind verschiedene Zeiten, die einander abwechseln. Tag und Nacht, Arbeit und Ruhe, Trauer und Freude. Und jede Zeit hat ihren eigenen Wert. Ich glaube, es ist heilsam, genauer darauf zu achten, was möchte ich mit meiner Zeit machen? Wofür ist die Zeit gut, die ich habe? Heilsam ist das gegen die Hektik. Denn ich kann entdecken, jede Zeit ist voller Leben. Darum möchte ich aufmerksam werden für jeden Tag, für jede Stunde, die ich habe, und ihren besonderen Wert entdecken. Denn als Gott die Zeit gemacht hat, hat er genug davon gemacht. Amen. Thank you.
Wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.